Die komplette Abhängigkeit von Russland lässt den Gaspreis derzeit explodieren. Naiv wurde die Versorgung bloß auf Russland aufgebaut, mit fatalen Folgen, eventuell schon im kommenden Winter. Machen wir diesen Fehler auch bei den Technologiemetallen mit China? Laufen wir wieder ins offene Messer? Und welche Folgen wird das Ganze haben? Zurzeit zittern alle vor dem Winter. Liefert Russland weiter Gas oder nicht? Stürzt ein Lieferstopp Deutschland in eine schwere Rezession? Müssen wir im Winter frieren? Ist das nicht absurd? Wir bangen um einen Rohstoff, den es überall auf der Welt gibt, aber durch unsere Abhängigkeit von Russland könnte es sein, dass im Winter die Heizung kalt bleibt. Bevor wir weitermachen, solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann tu das gerne jetzt mit der Glocke, so verpasst du auch in Zukunft kein spannendes Video mehr. Und sollte dir das Video gefallen, freue ich mich natürlich immer über ein Gefällt mir. Wenn man sich mal die Details in diesem Versorgungsspiel anschaut, muss man eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Der Gasspeicher in Rheden etwa, ursprünglich hatte der Speicher BASF gehört. Doch der Konzern tauschte ihn bei Gazprom gegen eine Beteiligung an Gasfeldern ein. Schon alleine da kann man sich fragen, warum die Politik damals nicht eingegriffen hat. Aber es geht weiter. Seit 2015 gehört der Speicher zum Gazprom-Imperium. Soweit alles noch kein Problem. Doch seit Anfang 2021 befüllte Gazprom den Speicher nicht mehr. Mit der Folge, dass der Speicher schon lange vor dem Ukraine-Krieg fast leer war. Das war bekannt, hat nur niemanden interessiert. Absoluter Wahnsinn. Hier mal ein Chart zum Füllstand des Gasspeichers. Seit April dümpelte der Speicher immer bei 5-10% Füllmenge herum, ohne dass es jemanden besorgte oder irritierte. Erst seit der Verstaatlichung steigt der Füllstand jetzt wieder. Und jeder hofft, dass der Winter milde wird, Russland den Hahn nicht komplett zudreht und uns das Gas einfach nicht ausgeht. Eine Situation gestützt auf Hoffen und Bangen aufgrund von ganz klar politischen Versagen. Aber daraus lernen wir ja hoffentlich was. Oder nicht? Denn das Problem besteht nicht nur beim Gas. Gas ist längst nicht der einzige Rohstoff, wo wir in einer gefährlichen Abhängigkeit sind. Eine Studie des Ferry Cognitive Finance Institute zeigt das gleiche Problem bei Hightech-Metallen und seltene Erden. Also Rohstoffen, die praktisch für alle Zukunftstechnologien gebraucht werden. Essentielle Rohstoffe für Handys, Batterien, Laser, Solartechnologie und auch LEDs. Manche Metalle sind sehr bekannt wie Lithium, andere sind vielleicht eher unbekannt wie Gallium, Germanium oder auch Indium. China hat hier die weltweit führende Rolle, sei es in der Produktion oder als Raffinadeproduzent. Manchmal sogar beides. Ein Satz lässt mich aber besonders in dieser Studie alarmieren. Die Abhängigkeit von vielen mineralischen Rohstoffen aus China ist bereits heute größer als jene von Erdöl und Erdgas aus Russland, sagt Matthias Wachter, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie. Hier mal ein paar Beispiele und Zahlen, um das Dilemma zu verdeutlichen. 96% der Produktion von Gallium entfallen auf China. 95% der Raffinadekapazität für Germanium liegt in China und bei Kobalt sind es 62% und bei Indium 60%. 93,6% beträgt China Anteil an den Importen von seltenen Erden nach Deutschland. Dass diese Abhängigkeit besteht, ist jetzt zwar nicht ganz neu, aber auch beim Gas wusste es jeder. Und die unterbrochenen Lieferketten aufgrund der No-Covid-Politik in China haben die Abhängigkeit bereits mehr in den Fokus gerückt. Und außerdem kann niemand ausschließen, dass China die Lieferung aus politischen Gründen einfach einstellt oder vielleicht als Druckmittel benutzt. Schauen wir auf das Problem Taiwan.
Sollte es eine neue geopolitische Verspannung zwischen USA und China geben, könnte es zu einer drastischen Verschärfung der weltweiten Versorgungslage bei strategischen Metallen kommen. Dann war es das mit Computerchips, LEDs, Handys, Akkus oder Solarpanelen. Und Deutschlands nächste Rezession ist vorprogrammiert. Die Frage ist natürlich, welche du dir stellst, was solltest du jetzt beachten? Das Problem ist, du als Anleger hast natürlich keinen Einfluss auf solche Umstände und es gibt auch keine schnelle Lösung und vor allem keine einfache Lösung. Was aber getan werden kann, ist Recycling und Einsparung. Sollte auf jeden Fall forciert werden. Aber das ist natürlich sehr pauschal und ebenfalls nichts Neues. Und die Abhängigkeit kann man nicht von heute auf morgen abstellen, aber die Gassituation sollte uns zu denken geben und natürlich zum Handeln bewegen. Und die Politik darf hier nicht wieder alles verschlafen und sollte auch ins Handeln kommen. Aber trotzdem kann man als Privatperson aus der Situation etwas Positives mitnehmen. Denn genau in diese Tech-Metalle kannst auch du investieren. Und dann von einer eventuellen Knappheit durch gute Rendite und Preissteigerungen profitieren. Das Investieren in Hightech-Metalle wie Rhodium, Gallium, Germanium funktioniert genauso wie bei Gold und Silber. Und ich wäre kein guter Finanzberater, wenn ich dir nicht die Möglichkeit zeigen könnte, wie du in diese Metalle investieren kannst. Ja, und solltest du dazu Fragen haben, welche Metalle machen Sinn? Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Dann nutze die Möglichkeit, mich zu kontaktieren unter www.tobiaskype.com und ich kann dir schon jetzt versprechen, wir finden die richtige Lösung für deine persönliche Situation. Ich sage schon mal weiterhin alles Gute für dich und deine Finanzen. Und wie gesagt, sollte dir das Video gefallen haben, freue ich mich natürlich immer über ein Gefällt mir.